Der Vater eines kleinen Mädchens stirbt und mit seinem Tod wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Doch als sie während der Beerdigung an den Sarg tritt und ihn umarmt, passiert etwas völlig Unglaubliches. Als sie auf das Gesicht ihres Vaters im Sarg starrte, konnte Cassie nicht umhin zu bemerken, dass er für einen Mann, der aus dem Meer gefischt worden war, bemerkenswert gelassen aussah. Ihr Herz war in Millionen Stücke gebrochen, aber sie hoffte inständig, dass er in seinen letzten Momenten Frieden gefunden hatte. Sie stellte sich vor, wie er das Ende mit erhobenem Haupt begrüßte, ohne auch nur einen Funken Angst in seiner Seele. Aber wenn sie wirklich gewusst hätte, was passiert war, als ihr Vater das letzte Mal auf dem Meer gewesen war, hätte sie auch gewusst, dass seine letzten Momente alles andere als friedlich gewesen waren. Eine Woche zuvor hatte Dick Murray geflucht und sich hart gegen das Ruder gelehnt. Die wirbelnde Nebelbank hatte ihn unvorbereitet erwischt. Seit mehr als 20 Jahren fischte er in Gewässern um das Austernriff und in all dieser Zeit hatte ihn der Nebel nur zweimal eingeholt. Aber dieses Mal war es ernst. Innerhalb weniger Minuten hatte er die Orientierung verloren. Er konnte weder den Leuchtturm noch den hohen Bergrücken am Ufer sehen. Nichts, womit er den Weg zurückfinden konnte. Das Meer um sein Boot herum tobte. Riesige Wellen, etwa dreimal so hoch wie das Schiff, schlugen aus zwei verschiedenen Richtungen auf das Deck. Der Wind heulte wie eine durchdrehende Kettensäge und die Gischt stach ihm ins Gesicht wie glühende Nadeln. Es kostete Dick all seinen Mut, nicht in Panik zu geraten. Wenn die Wellen von verschiedenen Seiten kamen, bedeutete das, dass er sich an der Stelle befand, an der die beiden Hauptströmungen zusammenliefen. Er war viel weiter östlich, als er anfangs gedacht hatte. Und das bedeutete, dass die Situation plötzlich kritisch war. Mit diesen neuen Informationen im Kopf wurde Dick klar, dass er mit Vollgas auf das Austernriff zusteuerte. Er lehnte sich fester ans Steuer und drückte beide Diesel in den roten Bereich, aber es war zu spät. Der Rumpf schlug mit einem unangenehmen Knirschen auf den Felsen auf. Dick schrie die Besatzung an, aber seine Stimme wurde vom heulenden Wind verschluckt. Dann hob sich das Heck der Yellowtail hoch aus dem Wasser. Es reichte bis zum Himmel und als es sich in einem 90-Grad-Winkel befand, glitt es einfach unter die Wellen. Niemand hatte die Chance, eine Rettungsinsel herunterzulassen. Keiner hatte sich eine Weste umgeschnallt. Die Lichter des Schiffes leuchteten noch eine Weile, als es seine gespenstische Fahrt auf den Meeresgrund antrat und flackerten dann, als Kurzschlüsse das Boot in Dunkelheit hüllten. Dick hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, was auf ihn zukam oder was er auf dem Festland zurücklassen würde. Innerhalb von 10 Minuten wurden die Yellowtail und der Ozean eins. Einige Meilen entfernt, sicher an der Küste gelegen, läutete eine Glocke in der örtlichen Schule. Es war Donnerstag, kurz nach dem Mittagessen, als Cassie in das Büro des Schulleiters gerufen wurde. Zuerst dachte sie, dass sie in Schwierigkeiten stecken könnte. Ihr fielen zwar einige Gründe dafür ein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihre Vergehen entdeckt hatte, war gering. Nein, beschloss sie, es musste etwas anderes sein. Cassie merkte erst, dass etwas nicht stimmte, als sie das Gesicht der Empfangsdame sah. Die Frau fühlte sich in ihrer Gegenwart unwohl. Sie war übermäßig freundlich und wenn sie sprach, hatte sie diesen kränklich süßen, mitfühlenden Ton, den Erwachsene manchmal anschlagen, wenn sie Kindern schlechte Nachrichten überbringen wollen. 2 Minuten später wurde sie in das Büro des Schulleiters geführt. Dort saßen der Schulleiter und Mrs. Fortenberry. Sie war die Lehrerin, die sich um das Wohlbefinden der Schüler kümmerte. Beide hatten einen düsteren Gesichtsausdruck. Das ist ernst, dachte Cassie, als sie sich setzte. Jetzt packte sie ihren Schmetterlingsanhänger in ihrer kleinen Faust und drückte fest zu. Da haben sie es ihr gesagt. Es war ihr Vater. Eine Riesenwelle hatte in der Nacht sein Fischerboot auf der anderen Seite des Austernriffs umgeworfen. Das Boot war gesunken und die gesamte Besatzung war verschwunden. Auch Cassies Vater war verschwunden. Sie drückte so fest zu, dass der Anhänger in ihrer Faust die Haut durchbohrte. Sie konnte die feuchte Wärme spüren, als das Blut in ihre geschlossene Faust sickerte. Zuerst versuchte sie zu glauben, dass ihr Vater noch am Leben war und es irgendwie zurück ans Ufer schaffen würde. Aber als der erste Schock nachließ, wurde ihr klar, wie verrückt das war. Das Oyster Reef war etwa 3 Meilen von der Küste entfernt und es gab 2 besonders schlimme Meeresströmungen, die sich dort kreuzten.
Die Wasseroberfläche rund um das Riff war eine ständige Brandungszone. Unter der Oberfläche machten ständig wechselnde, reißende Strömungen das gesamte Gebiet für jeden, der ins Wasser geriet, tödlich. Ihr Vater erzählte ihr immer Geschichten über die Schiffe, die im Riff gesunken waren und wie viele Seeleute im Laufe der Jahre in diesem Teil des Ozeans ihr Leben verloren hatten. Als sie nach Hause kam, nahm sie Tante Betty nur halb wahr. Ihre ganze innere Welt war wie betäubt und sie hörte nicht einmal das Angebot der Frau, mit ihr zu reden oder einen heißen Kakao zu trinken. Cassie ging die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Sie nahm ihren Schmetterlingsanhänger ab und legte ihn vorsichtig in das Schmuckkästchen auf ihrem Schminktisch. Als sie den Deckel schloss, wirbelte die Ballerina auf der Oberseite herum und das Kästchen spielte den Tanz der Zuckerfee aus dem Nussknackerballett. Sie erkannte eine Sekunde zu spät, dass diese Schachtel ein Geschenk ihres Vaters war und dass sie nicht die Kraft hatte, sie jetzt noch anzusehen. Alles um sie herum geschah in Zeitlupe. Als sie sich zurück auf ihr Kissen legte, fragte sie sich, wo ihre Tränen waren. Sie hatte noch nicht geweint. Und doch war ihr kleines Herz in 1 Million Stücke zerbrochen. Warum weinte sie nicht? Das hätte sie gerne ihren Vater gefragt. Er wusste alles. Am nächsten Tag schnappte Cassie geflüsterte Gespräche über eine Fülle von Theorien darüber auf, warum die Yellowtail gesunken war. Einige sagten, Dick Murray hätte getrunken. Cassie wusste, dass das überhaupt nicht stimmte. Ihr Vater hatte nie getrunken, als er Kapitän des Schiffes war. Aber bei dem Nebel war es wahrscheinlich, dass Dick seine Position falsch eingeschätzt hatte. Wenn das passiert war, standen die Chancen gut, dass er und die Yellowtail in das Oyster Reef gerammt wurden. Das war eine wahrscheinliche Erklärung, für die sich Cassie schließlich entschied. Das Schiff verpasste den Leuchtturm, kam deutlich vom Kurs ab, raste mit Vollgas nach Osten und kollidierte dann mit dem Austern Riff. Innerhalb weniger Minuten wäre alles vorbei gewesen. Am Nachmittag wanderte sie zu dem Lieblingsplatz von ihr und ihrem Vater in den Hügeln hinter der Stadt. Cassie saß mit dem Rücken an einer riesigen Birke und dachte darüber nach, was ihr Vater ihr über Meerjungfrauen und Schmetterlinge beigebracht hatte. Er hatte ihr erzählt, dass Meerjungfrauen in diesem Teil der Welt überall an der Küste leben. Aber vor vielen, vielen Jahren wollten sie das Leben auf dem Festland kennenlernen. Da sie wussten, dass sie außerhalb des Ozeans nicht überleben konnten, akzeptierten sie, dass der Gang an Land nur ein Traum bleiben würde. Doch dann hatten sie in einer waghalsigen Rettungsaktion die Regenbogenschlange vor einer Bande abtrünniger Haie gerettet und er hatte ihnen einen Wunsch erfüllt. Mit einer Stimme wünschten sich die Meerjungfrauen, die Welt außerhalb des Ozeans erkunden zu können. Als Zeichen seiner Dankbarkeit zeigte die Regenbogenschlange ihnen, wie sie sich in Schmetterlinge verwandeln können. So wurden in diesem Teil der Welt die Schmetterlinge zu verwandelten Meerjungfrauen. Hier, auf dem Feld, wo ihr Vater ihr die Geschichte zum ersten Mal erzählt hatte, beobachteten sie bei jeder Gelegenheit die großen Schmetterlingsschwärme, die sich zwischen den weißen Wildblumen tummelten. Und jetzt war es dasselbe Feld, auf dem sie nach Herzenslust weinte. Cassie wusste nicht, was die Zukunft bringen würde. Sie war verängstigt und besorgt, untröstlich und verloren. Aber vor allem war sie allein. 2 Tage später, als sich die Lage beruhigt hatte und das Meer nicht mehr so wütend war, wurde Treibgut an den Stränden der Umgebung angeschwemmt. Einen weiteren Tag später entdeckten die Einwohner der Stadt die erste Leiche. Es war nicht Dick und Cassie war sich nicht sicher, was sie davon halten sollte. Einerseits wünschte sie sich, dass er es wäre. Es würde alles viel einfacher machen. Auf der anderen Seite war sie froh, dass er es nicht war. Am 4. Tag spuckte das Meer Dicks Überreste aus. Cassie machte sich mit Tante Betty auf den Weg zum Leichenschauhaus, um die Leiche zu identifizieren. Und das war der Moment, in dem alles zu real für sie wurde. Rohe Schluchzer brachen aus ihr heraus wie wütendes Wasser aus einer Schleuse. Tante Betty umarmte sie fest und nickte dem Leichenbeschauer zu. Dieser Teil war vorbei. Die Leiche war identifiziert worden und die Beerdigung konnte nun vorbereitet werden. Die Farbe war aus dem Leben der 10-jährigen Cassie verschwunden. Sie saß regungslos da und starrte auf ihre Füße, als die Sargträger den Sarg ihres Vaters trugen und ihn auf den Ständer neben dem offenen Grab stellten. Alle waren da, seine Freunde aus der Bar, die Leute aus der Stadt, einige der Leute, mit denen er gefischt hatte, und Tante Betty, die ihre Hand so fest drückte, dass es wehtat. Cassie hörte nur wenig von der Predigt. Ihr Kopf war ganz woanders.
Jeder Schlag ihres Herzens tat weh und jeder dumpfe Aufprall erinnerte sie daran, dass sie jetzt ganz und gar allein auf dieser Welt war. Sie hatte ihren Vater, ihren besten Freund, ihren Mentor, ihren Scherzbold und ihren Trost verloren, wenn der Himmel düster aussah. Sie starrte auf das schlafende Gesicht ihres Vaters im Sarg. Es schien friedlich zu sein, fast so, als hätte ihn sein plötzliches Ende überhaupt nicht gestört. Sie fühlte sich seltsam glücklich, dass er es geschafft hatte, ruhig zu bleiben, selbst als sein Boot sank. Dann beugte sich Cassie hinunter, flüsterte ihm etwas ins Ohr und küsste ihn auf die Stirn. Was dann geschah, war völlig unvorstellbar. Etwas kitzelte ihr Gesicht. Es fühlte sich an wie der Atem eines Engels. Sie richtete sich auf und sah einen winzigen weißen Schmetterling auf der Stirn ihres Vaters hocken. Als sie sich umdrehte, waren in der Hecke rund um den Friedhof Schmetterlinge zu sehen. Tausende von ihnen. Ihre weißen Flügel reflektierten das orangefarbene Licht der späten Nachmittagssonne. Es kamen noch mehr und ließen sich in den Stängeln des hohen Grases nieder. Die anderen Trauernden bemerkten es und schauten sich verwundert um. Diesmal drückte Cassie die Hand von Tante Betty so fest, dass es wehtat. Sie lächelte schwach und sagte: Das sind die Meerjungfrauen, Tante Betty. Sie sind gekommen, um uns zu sagen, dass Papa jetzt bei ihnen ist und dass es ihm gut geht. Tante Betty trocknete ihre Augen mit dem Zipfel ihres Taschentuchs und sagte: Und uns wird es auch gut gehen, Kindchen. Was für eine herzzerreißende Geschichte. Hast du schon einmal ein Familienmitglied verloren? Hast du ein Zeichen gesehen, das dir ein wenig Hoffnung oder Trost gegeben hat? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.